nach unseren Kontakt zu Shepard. Nicht nur Shepard. Die Ignos sind besiegt. Die Tams sind zurückgezogen. Und ja, selbst Elro, du nutzlos wie immer. Ein Fehlschlag beginnt mit Müll. Was sagt ihr da? Es ist die Wahrheit! Und was ist diese Ansprache? Du solltest etwas Loyalität zeigen! Wie könnt ihr mich in Müll setzen? Verdammt seid ihr! Ha! Komm runter, Commander. Ist es nicht gut für euch? Ihr seid noch immer nicht ganz wieder hergestellt im letzten Kampf. Es ist egal. Dilemma sind auf ihrem Weg, um das Tor zu zerstören. Aber nicht dieses Mal. Es ist so, als würden wir ihre Intrinsic Powers nehmen. Intrinsic? Sind das die Instinkte? Nein, das heißt Instinkt. Intrinsic? Wenn ihr nicht der Müll seid, wo ihr denkt, dass ihr es seid. Was zur Hölle? Myung, starte das Schiff. Wir kriegen ihn. Dieses Mal. Dieses Mal werde ich selbst gehen. Und ich werde sie niederhauen. Commander, ihr könnt nicht rausgehen, so wie ihr zusammen seid. Commander? Darf ich darum bitten, diese Situation zu handhaben? Ihr alle? Die sind auf einmal hier. Tja, wir tun unser Bestes. Ne? Kelvana ist auch hier. Lange nicht mehr gesehen. Commander, bitte. Ihr müsst medizinisch aufpassen auf euch. Um unsere ideale Realität zu machen. Tja, dann, wir sind weg. Alle vier auf einmal? Ich hatte da damals schon mit zwei Probleme. Das wird lustig. So, willkommen zurück auf der Overworld, Leute! Yippie! Endlich wieder mal! Yeah! Uah. Wir sind auf der Suche nach den drei Toren, noch immer. Eins haben wir schon gesehen. Und die drei sollen an ein Dreieck erinnern, also von der Form her zumindest. Was das Ganze drin bringt, wenn man sie zerstört? Das werden wir schon noch bald sehen. Und ja, die Yggdrasil kann fliegen! Ich mag diese Fliegerei. Das ist einfach nur chillig. So, wo geht's entlang? Lass mal kurz nachdenken. Hier ist das alte Hauptquartier vom Bad. Schon etwas älter. Dann haben wir einen Ort befreit hier, genau. Was wie dieses Schiff ist, keine Ahnung, das steht einfach hier. Aber wir sollen jetzt eine Art Spiegel finden und eine Art Laserstrahl, damit wir etwas öffnen können. Die Frage ist nur, wo ist das? Wenn ich das jetzt nur wüsste. Ihr müsst bedenken, es ist ewig her, seitdem ich Xenogears gespielt habe. Oh, das sieht nach einem Hochposten aus. Ach, nächstes kann man mal wieder bei dieser Musik chillen, die ist eh gar nicht mal so schlecht. Sie klingt ein bisschen nach Freiheit. Juhu! Und das Fliegen macht auch Spaß, muss ich zugeben. Zur Derbe! Yippie! Hier auf der Insel war ich bis jetzt noch gar nicht. Aber es aussieht, ist da auch nichts, bis auf ein paar Wälder. Hier ist der Turm zu Babel.
Der ist ganz schön groß. Da kann man auch andocken, wenn man Lust hat. Dann hier hinten ist die Flotte von Anno dazumal. Oh ja, schon auch lang her. Dann haben wir hier... Genau, was ist das hier? Einmal schauen. Ah, komm, Yggdrasil, sei ein bisschen schneller. Oh, steht nicht da, schade. Aber ist auch zu irgendwas gut. So, und hier ist das Ethos-Hauptquartier. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Kurz mal Viereck drücken und mal fragen. Hey, Bad! Ich kann jederzeit losgehen! Ja, so weit war ich auch schon. Soll Yggdrasil weg bin? Moment. Wo muss ich eigentlich hin? Okay, der erzählt nur was von... Aufpassen. Das sind alle Landepunkte, die es gibt auf der Welt zurzeit. Das sind ganz schön viele. Das ist eine Art Autopilot auch hier. Ist eigentlich ganz nett. Und Shepard ist ganz im Norden. Ganz im Norden. Was? Okay. Vielleicht weiß der Barmann ja etwas. Also ich muss einen Spiegel finden. Beziehungsweise eine Gruppe geht auf und sucht den großen Laser da zum Abschießen. Und die andere Gruppe sucht den Spiegel. Damit wir das zerstören können. Okay. Wenn ich schon mal da bin, kann ich ein paar Items kaufen. Der sagt mir nix. Lass mal sehen. Alkosol ist habe ich noch genug. Rosensol habe ich auch ein paar. Zetasol habe ich auch genug. Ja, von denen könnte ich ein paar brauchen, mit diesen Sternen. Aber die sind gar nicht mal so billig. Ich habe eh so viel Geld. Dann kaufe ich mal 3 Speedstars. Erhöhe meine Geschwindigkeit im Kampf. Aber nur für einen Kampf. Ist eigentlich gut, wenn es ein harter Bosskampf ist und man nicht weiterkommt. Dann kann man diesen Speedwing benutzen, dann ist man doppelt so schnell, aber halt nicht für ewig, ist ja klar. Sonst wäre es ja noch geiler. Ist eigentlich der Chuchu in seinem Quartier? Ich glaube schon, ne? Chuchu! Ja, Chuchu! Ich bin ready, Chu for fighting, yay! Der kleine Chuchu. Ich fühle mich ein bisschen mehr beiseite. Aber es beginnt etwas Wichtiges, Bart, richtig? Nein, ich will nicht, dass du meine Party-Member umstellst. Tja, dann kommt bald wieder. Tschüss, Marchi. Lass mal nachdenken, wo könnte das sein? Wenn ich's habe, ist klar, dann fliege ich dort schnell hin. Warum fällt mir das nicht mehr ein? Ich weiß es nicht! Ist ja nicht so schlimm, man kann auch die ganze Welt durchsuchen, aber dann dauert das Ganze ein bisschen länger. Ja, ich weiß, dass es fliegt, aber ich wollte den Sigurd ansprechen, nicht dich. Nein, danke, ich weiß, wie man fliegt. Danke, 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 danke. Okay, kann wieder losgehen. Was in das Hauptquartier? Nein, es muss einen hohen Punkt sein. Moment. Da, Turm zu Babel, oder? Das ist der höchste Punkt, den ich kenne. Moin, was ist eigentlich da im Norden? Die Shevard. Immer neugierig, was da oben ist. Achso, ist das die fliegende Festung? Moment, das haben wir gleich. Ah ja, das ist die fliegende Festung, Shevard. Die große fliegende Festung. Und wenn man jetzt weiter nach Norden fliegt, kommt man wieder auf der anderen Seite der Karte raus. Nur so nebenbei. Die Welt ist schließlich rund und nicht viereckig, ja? Eine viereckige Welt, heute im Angebot. Das wäre sehr interessant. Was ist eigentlich, wenn ich genau mein
Also ich kann hier nicht landen. Oh, ich dachte, das geht. Aber nein, hier kann man nicht landen. Ich kann höchstens... Oh, doch, hat nur jetzt gedauert. Wow, das ist in der Mitte von vom Turm Babel, ungefähr halt auf der halben Höhe. So, hallo. Doc, was soll ich tun? Na, ich glaube, ich bin richtig. Schau hoch. Ups. Das ist ein Spiegel, ein Reflexionsspiegel. Das Ding da? Das sieht aus wie ein Fenster. Die Jasper, oder halt die Jasper-Kanone, wird dort reflektiert und wird dann das Tor zerstören. Lass uns schnell zum Kontrollraum gehen, während unsere Verfolger noch immer weg sind. Okay. Tschüss, Yggdrasil, wir sehen uns. Woohoo! Das ist also der Reflexionsspiegel. Ich wusste doch, das war irgendwo hier. Nur ich hab's komplett vergessen. Tja dann, sollen wir auch gehen? Yep. So, Billy, Bart und Chuchu. Soll ich Maria mitnehmen, oder? Also, Fei, Ellie und Zitan kann ich nicht mitnehmen, ist ja klar. Die sind gerade weggegangen. Ich könnte mal wieder Rico einpacken, aber ich will Chuchu mithaben. Oder kann ich Billy auswechseln? Nein, das geht nicht. Tja, dann. Muss ich mit euch drei kämpfen. Aber zuerst kommen die drei hier dran. So, wo war nochmal der Kontrollraum hier im Turm zu Babel? Willkommen zurück im Turm Babel. Ich mag die Musik hier, die ist so richtig nice. So, wo war nochmal hier der Kontrollraum? Ich glaube, da war im Unterstock, oder? Also hier unten. So ganz fies versteckt, genau hier. An das kann ich mich noch hindern, ja? Moment, ich glaube, ich muss hier aussteigen, ne? Raus aus den Gears. Aussteigen. So. Und dann kann ich rein, genau. Ich werde ein Spiel kontrollieren. Ihr werdet nach den Gegnern Ausschau halten. Geht das also okay, Doktor? Wir müssen es tun. Ich zähle auf euch. Na toll. Okay, lasst unsere Arbeit tun. Miep, miep. Mach die Tür zu. Es zieht. Interessant, dass Zitan weiß, wie man den Spiegel steuert, oder? Einfach herumdrücken, wird schon irgendwas passieren. So sieht es zumindest danach aus gerade. Also ich steuere gerade nichts. Das geht alles alleine. Billy, Billy, hörst du mich? Wir sind fertig. Ihr könnt schießen. Na hallo. Du bist Dominia? Warte. Glaubst du, sie haben unseren Plan durchschaut? Natürlich. Die alte mobile Kanone-Plattform ist über Ignas und dieser Reflektor hier am Turm zu Babel. Ich weiß, was euer Plan ist, um sie beide zu benutzen und das Ethos-Hauptquartier in die Luft zu jagen. Aber natürlich werde ich das nicht zulassen. Für die Commanders Ehre und The Bride of the Elements. Ihr müsst mehr flexibel sein. Jetzt komm ich! Och nein, muss das sein?